Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Brüche. Man kann Brüche addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Wir werden uns heute mit der Multiplikation und Division beschäftigen. Das Multiplizieren von Brüchen ist nicht schwer. Man multipliziert den Nenner, also die untere Zahl, mit dem Nenner des zweiten Bruches. Als zweites multipliziert man den Zähler, die obere Zahl, mit dem zweiten Zähler. Zum Beispiel 5 Siebtel mal 2 Drittel gleich 5 mal 2 gleich 10 und 7 mal 3 gleich 21. Wenn man Brüche dividieren will, wird es etwas komplizierter. Um Brüche zu dividieren, muss man den Kehrwert anwenden. Man tauscht bei einem der zwei Brüchen den Zähler gegen den Nenner. Nun kann man diesen Bruch als Malaufgabe rechnen und einfach multiplizieren. Zum Beispiel 2 Drittel geteilt 5 Siebtel gleich 2 mal 7 gleich 14 und 3 mal 5 gleich 15. Bei Bedarf kann man jetzt die Brüche erweitern oder kürzen. Ein Bruch erweitern bedeutet, den Zähler und den Nenner desselben Bruches mit der gleichen Zahl zu multiplizieren. Hat man zwei Brüche, zum Beispiel in einer Aufgabe, muss man den Bruch nicht mit derselben Zahl erweitern wie beim ersten Bruch. Zum Beispiel 2 Drittel gleich 2 mal 5 gleich 10 und 3 mal 5 gleich 15. Mit dem Kürzen hat man fast denselben Vorgang wie beim Erweitern, nur dass man nicht multipliziert, sondern dividiert. Zum Beispiel 200 Hundertstel gleich 200 geteilt durch 100 gleich 2 und 100 geteilt durch 100 gleich 1.